Also ich habe das jetzt... Ja? Wir haben jetzt die Kopfwunde versorgt, ja? Ja, die habe ich jetzt versorgt. Ich habe jetzt die Kompresse da dran, ja. Oh Gott, okay. Jetzt kommt mein Mann wieder. Mein Mann kommt. Okay, Katja, dann machen Sie Folgendes. Jetzt nehmen Sie Ihr Kind und bringen Sie sich in Sicherheit. Ja, gehen Sie ins Haus zurück, schließen Sie sich aber ein. Ich kann doch jetzt Anni nicht allein lassen. Anna. Es ist klar, Sie haben alles für Ihre Freundin getan. Mehr kann man nicht tun. Denken Sie jetzt an sich und an Ihr Kind. Nehmen Sie Ihr Kind und gehen Sie ins Haus, bringen Sie sich in Sicherheit. Ja. Die Einsatzkräfte sind gleich bei Ihnen. Mach ich. Gemeinsam mit Baby Leon rettet sich die junge Mutter ins Haus. Sie befürchtet, dass die unerklärlichen Aggressionen ihres Mannes nun völlig außer Kontrolle geraten sind und sich als nächstes gegen sie und das gemeinsame Kind richten. Verdammt! Hallo! Jetzt ist auch noch meine Verbindung abgebrochen hier. Das kann doch nicht sein! Hallo! Ah, shit! Oh, Leon, was machen wir denn jetzt? Alles gut. Shit! Hallo! Jetzt ist die Verbindung abgebrochen. Ich habe die Verbindung nicht mehr. Verdammt. Ich hatte überhaupt keine Information. Hat sie es jetzt ins Haus geschafft? Ist die Tür zu? Ist sie in Sicherheit? Für mich natürlich eine enorm belastende und auch brisante Situation. Auch da gilt es, klaren Kopf zu behalten. Ich habe dann versucht, sie zurückzurufen, habe aber über Handy keinen Kontakt mehr bekommen. Also ich habe nur die Mailbox erreicht, was für einen Nichtempfang eigentlich spricht. Achso, was ist denn mit der Tür? Haben wir die Tür? Scheiße. Ich glaube, wir haben die Tür noch aufgelassen, Lea. Als ich oben die Verbindung dann verloren habe zum Disponenten, dann habe ich wirklich kurz auch Panik bekommen, weil ich nicht mehr wusste, was ich jetzt machen sollte. Und dann fiel mir ein, dass ich unten auch die Tür aufgelassen habe. Und dann bin ich halt runter und habe überlegt, ob ich sie zumache. Und ja, in dem habe ich auch schon Stefan kommen sehen. Und dann bin ich einfach runter, weil ich wirklich Panik bekommen habe, dass er mir und Leon was antut. Ihrem Mann ist es offenbar bereits gelungen, sich Zugang zum Haus zu verschaffen. Der hilflosen 35-Jährigen bleibt keine andere Möglichkeit, als sich mit ihrem Sohn im Schlafzimmer zu verbarrikadieren. Was ist das denn? Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja. Hallo? Ich hatte Gott sei Dank die Wohnadresse von Katja. Die hatte sie mir vorher bei Notrufabgabe schon gegeben. Ich habe dann bei uns im System nachgeschaut, ob ich eine Festnetznummer finde. Das war auch der Fall. Ich hatte eine Festnetznummer, habe darüber versucht. Nach langem Klingeln ging sie dran und ich hatte sie wieder erreicht. Katja, Katja, können Sie mich hören? Ja, ich bin. Oh, hier ist die Leitstelle. Ja, Katja, was ist los? Was ist passiert? Es klopft an der Tür. Er ist hier bei mir vor der Tür. Ich bin unten im Schlafzimmer. Katja. Hören Sie nur auf meine Stimme. Ja. Nur auf mich hören. Reagieren Sie gar nicht auf Ihren Mann. Okay. Nicht reagieren, sonst wird er noch aggressiver. Die Einsatzkräfte sind gleich bei Ihnen. Keine Angst, ja? Ja? Okay. Okay, Sekunde mal eben. Ich sag den Kollegen bitte über Funk Bescheid, die sollen Eigensicherung beachten. Der Ehemann ist wieder da. Wenn wir die Polizei alarmieren möchten, haben wir eigentlich nur die Möglichkeit, das über Telefon zu machen. Wir haben keinen direkten Funkkontakt zur Polizei. Das heißt, da nehmen wir noch ganz klassisch den Hörer in die Hand, rufen die Polizei an. Wir haben dann natürlich eine direkte Nummer, wo wir halt einen direkten Draht haben und können dann polizeiliche Kräfte anfordern und die auch darüber informieren, was halt für Situationen vor Ort sind. Alles ist gut. Tief durchatmen. Gleich ist alles vorbei. Gleich ist Hilfe da. Sie machen das super. Ja, gar nicht reagieren. Reagieren Sie gar nicht auf ihn. Ich weiß, das ist schwer. Nicht reagieren. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich möchte jetzt auf meinen Sohn losgehen. Alles ist gut. Katja, beruhigen Sie sich. Ja? Das ist doch auch nicht so. Du machst doch endlich auf. Keine Angst. Die Tür hält das. Ich habe keine Angst, dass die Tür das nicht mehr hält. Okay, gut. Hören Sie nur auf meine Stimme, Katja. Alles ist in Ordnung. Ja? Die ganze Situation wird sich klären. Alles gut. Tief durchatmen, die sind gleich da. Versucht aber immer noch hier reinzukommen. Ruf mal bitte die Polizei und frag, wo die bleiben. Das eskaliert da. Katja, alles ist gut. Halten Sie durch. Katja, ich weiß, das ist schwer. Ich glaube, ich höre die Polizei. Ja? Hallo, die Polizei ist da. Ja.
Sie hat angerufen. Ja. Sie hat angerufen. Ja, genau. Sie nicht hin, wer ist da vor der Tür jetzt, Katja? Ja, die Polizei ist vor der Tür. Ja? Haben die sich identifiziert als Polizei? Ja, die haben gefragt, ob ich den Mann vor der Tür angerufen. Ich habe sie angerufen. Wegen dem Mann vor der Tür? Ja, wegen der Mann, wegen meinem Mann. Natürlich bin ich der Mann. Der soll nicht hier sein? Nein, der hätte morgen hier sein sollen. Jetzt bedroht er mich, jetzt weiß ich fast gar nicht, ich kenne den so nicht. Tut mir leid. Ich habe Angst um mein Kind. Wir bringen ihn mal weg, dann können Sie gleich rauskommen. Die Kollegin, komm zurück. Ja. Okay. Ich habe die ganze Zeit Riesensorge um Leon gehabt. Und das war auch das Einzige, was mich eigentlich angetrieben hat, dass ich ihn einfach nur schütze vor Stefan, weil ich einfach nicht wusste, was macht Stefan, wozu ist er jetzt fähig? Ja. Okay. Alles klar. Katja. Okay, die Polizei ist jetzt da. Alles klar. Katja, ich wünsche Ihnen alles Gute, ja? Danke Ihnen, danke. Ich lege dann jetzt auf. Alles Gute. Das war scharf. Nein, wir haben schon den Streifenwagen gesetzt. Mein Kollege kümmert sich um ihn. Und Sie erklären uns dann gleich in aller Ruhe, was passiert ist, ja? Nimm das Baby jetzt mit nach oben. Aber jetzt beruhigen Sie sich mal. Brauchen Sie einen Arzt? Nein. Die Rettungssanitäter sind da draußen, der Notarzt auch. Er kann gleich mal gucken, vielleicht eine Beruhigungsspritze oder so. Alles nur gerade mein Sohn. Gucken, wie es Anne geht. Als die Polizei endlich da war und ich dann auch die Tür geöffnet habe, das war für mich wirklich ein erlösender Moment. Also ich war so erleichtert und es sind tausend Steine von meinem Herzen gefallen, dass ich jetzt mit Leon auch in Sicherheit bin. In Begleitung von Polizeihauptkommissarin Ingrid Hall traut sich die junge Mutter vor die Tür, um nach ihrer Freundin zu sehen. Die war scheinbar vom wütenden Ehemann der 35-Jährigen angefahren worden, nachdem sie ihm den Zugang zum Haus verwehrt hatte. Was ist passiert? Entschuldigung, ist okay? Mein Sättigung ist okay, die ist gerade. Er hat sie scheinbar angefahren. Angefahren? Haben Sie das beobachten können? Sie hat versucht, den Streit zwischen mir und meinem Mann zu stichten. Und dann wollte sie gehen und wollte ihn aufhalten, dass er so nicht fährt. Und dann habe ich es nur knallen hören, habe aus dem Fenster geguckt und dann habe ich ihre Beine da liegen sehen. Der Bodycheck der Patientin, sprich die Ganzkörperuntersuchungen, haben eine Kopfplatzwunde ergeben, zudem ein Hämatom an der linken Rippenseite und eine offene Verletzung und halt auch Anzeichen einer Fraktur am Unterschenkel. Was sagen Sie noch? Er hat mich, glaube ich, gar nicht gesehen. Was? Das war ein Unfall. Wie ein Unfall? Wie hat er dich denn nicht gesehen? Er konnte mich gar nicht sehen. Und er hat an der Seite läuft. Welche Spuren dran? Das war ein Unfall. Ein Unfall. Er hat das nicht mit Absicht gemacht. Ich glaube, er hat mich gar nicht gesehen und er hat mich nur so an der Seite erwischt. Womit denn an der Seite erwischt? Sie hat hier eine Prellmarke. Vielleicht ist sie da. Im Spiegel. Ja, das kann passen. Am Spiegel sind so leichte. Am Spiegel, sagt der Kollege. Also hat und dann bin ich gefallen und dann habe ich irgendwas noch knallen hören. Und das heißt, er hat dich gar nicht gesehen und extra angefahren? Nein. Also er sagt auch, wenn er nur weggefahren wäre, er hat jetzt von ihr nichts gesagt. Er hat nur gesagt, Nachbarin, die war vorher wohl noch, oder Freundin, stand vorher noch da. Katja, das war deswegen, er macht aber auch so ein bisschen einen Eindruck, als wenn er da unter Schock steht oder irgendwie so. Ja. Wenn du jetzt gleich, wenn er geht, kannst du mal über ihn drüber gucken. Ich natürlich. Das war keine Absicht. Als Anne mir sagte, dass Stefan sie wahrscheinlich gar nicht gesehen haben kann, da bin ich auch stutzig geworden. Ich frage mich, wie das passieren sein konnte. Ist er denn prinzipiell so aggressiv oder nur, wenn er Alkohol getrunken hat? Ich kenne ihn gar nicht so, selbst wenn er Alkohol getrunken hat. Ich kann mir das gar nicht erklären, ich erkenne meinen Mann ja nicht wieder. Ja. Deswegen haben wir jetzt auch die Pause. Ja, weil er macht jetzt so einen, dass er richtig runter. Also er ist irgendwie, als wenn er komplett neben sich steht. Nimmt er Medikamente oder? Nein, der hat Medikamente für seine Schilddrüse, aber sonst ist er gar gesund. Ja, dann guckt die Ärzte. Hat er Sie denn in irgendeiner Weise bedroht, als Sie sich da eingeschlossen haben? Hat er unter Drogen ausgestoßen? Oder? Nein, das nicht. Er hat einfach nur gegen diese Tür gehämmert und war so laut, ich kenne das nicht von ihm. Ich habe einfach nur Angst gehabt. Das ist normal, aber haben Sie richtig reagiert? Ja, wir nehmen ihn auf jeden Fall mal mit. Ja, während wir den Transport der Patientin fertig machten, kam der Kollege von der Polizei noch mal auf mich zu und sagte, dass halt der Unfallfahrer, den sie ja jetzt festgesetzt hatten, auch einen total merkwürdigen Eindruck machen würde. Er würde schwitzen wie sonst was, wäre total unruhig und überhaupt nicht so ganz, total fahrig, gar nicht so ganz Herr seiner Sinne. Sollte halt mal gucken, was denn mit ihm da los wäre.
Obwohl es sich heute offenbar um einen Unfall gehandelt hat, erfährt die Notärztin, dass der 36-Jährige in den letzten Monaten ständig jähzornige Ausbrüche hatte. Dass es hierfür einen medizinischen Grund gibt, überrascht nicht nur die Ehefrau. Was ist los? Kommen Sie ruhig mal raus, weil ich habe das Gefühl, dass Sie entweder stehen Sie unter Schock oder irgendwie irgendwas ist auf jeden Fall. Nehmen Sie sich ruhig mal an. Nur zu meiner Frau, bitte. Ja. Schatz, was ist denn los? Du hast mir Angst eingejagt. Ich wollte nur zu dir. Ich habe schon so weit, dass ich so Angst vor dir habe. Sie nehmen das Medikament ein. Warum? Haben Sie eine Unterfunktion? Ja. Ja. Ist das denn noch mal kontrolliert worden? Nein. Oder einfach nur rein damit? Ich habe es jetzt so immer genommen, so wie ich das wie Sie sollten hatte. Oder wie Sie meinen? Kann auch sein, dass ich was mehr genommen habe. Ja, ich muss aber jetzt mal fragen, aber nicht, Sie haben jetzt nicht genommen, um jetzt aufgrund der Situation sich irgendwie so selber was anzutun oder so? Nein, nein. Einfach, ich habe so viel Stress jetzt gehabt. Geht das? Bei einer Überdosierung? Ja, irgendwann geht alles, aber ich glaube jetzt... Aber nicht bei einem Paket, oder was? Tut mir leid, Katja. Also da ist ja noch genug drin, da ist... Leitet alles. Sie wollten sich also nicht selber irgendwas antun? Nein, ich hatte nur halt viel Druck. Ich glaube eher, dass er sich unfreiwillig überdosiert hat, was dann natürlich auch... Was heißt das, überdosiert? Dass er halt zu viel genommen hat, wenn er sagt... Wenn er jetzt auf Drogen ist, oder weswegen ist er jetzt so komisch da drauf? Das Schilddrüsenhormon reguliert ja den Körper. Und so hat er ja Probleme gehabt, als er zu wenig Hormone hatte und hat das Medikament bekommen. Wenn er es nun nicht nach ärztlicher Anweisung dosiert, sondern so, wie er meint, dann hat er sich eine Überfunktion vielleicht. Und deswegen schwitzt er jetzt so. Ja, wenn Sie ihn so nicht kennen, ich kann es jetzt natürlich vor Ort nicht sagen. Seit einem Monat hat er diese Wutausbrüche teilweise und ist... Ach, schon länger oder was? Ja, ich dachte jetzt nur heute. Nein, er hat teilweise, deswegen haben wir uns ja getrennt schon erst mal. Die Schilddrüse ist halt ein Organ, was Hormone produziert. Und Hormone kennt jeder in irgendeiner Form, können ganz komische Sachen mit dem Körper anrichten und können halt auch mit dem Haushalt des Körpers auf die Stimmung schlagen oder aufs Allgemeinbefinden sich auswirken. Also Hormone sind wirklich elementare Dinge, die ganz viele Faktoren zusammenspielen lassen. Und wenn im Hormonhaushalt irgendwas nicht stimmt, dann wirkt sich das oftmals halt auf die Gesundheit und auf den Körper aus. Danke. Ich würde sagen, dass er auch ärztlich auf jeden Fall abgecheckt wird. Ja? Mhm. Aber es hat Ihnen doch irgendjemand gesagt, wie viel Sie davon nehmen müssen? Hier morgens, mittags, abends eine oder wie? Oder? Ja, mein Arzt. Ja. Aber kann das sein? Ich weiß nicht, ich stehe neben mir in letzter Zeit, dass ich ein bisschen mehr genommen habe. Das ist auch der Grund dafür, für den Ehestreit gewesen sein, dass es dazu zu Ich kenne mich auch so kam. Nicht. Also das naja, sagt Ihre Frau ja auch, sie kennt sie ja so gar nicht. Ne? Deswegen haben wir die Pause auch gemacht. Weil Ach, die Pause. Wir müssen überlegen, Ihre Frau hat Angst, da ist ein kleines Kind dabei, da stehen sie vor der Tür und bollern da gegen die Türe. Das also, geht nicht. Ich verstehe. Und sie sagt eben, das zweite Mal, dass sie jetzt rausgeflogen sind. Ja, die und, hat mich da schon... Und wir werden Ihnen natürlich jetzt auch ein 10-tägiges Rückkehrverbot aussprechen, wenn sie das möchte. Weil wenn sie so Angst haben, ich kann ihnen das nur anbieten oder wir können ihnen das nur anbieten. Katja, muss das sein? Wenn das doch jetzt medikamentös eingestellt wird, dann haben wir doch eine Chance, oder? Unsere Ehe. Du Schatz, bitte. Ich möchte dir die Chance auch geben, aber bitte, auch für dich, nimm dir die Zeit, bitte. Lass uns jetzt nicht überstürzen. Nimm dir diese Zeit und lass uns jetzt erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen, bitte. Also nachdem Stefan jetzt ja auch gesagt hatte, auch, ne, dass ihm das ja auch wirklich leid tut und das kaufe ich ihm auch ab, wenn es ja wirklich jetzt auch sein Verhalten an den Medikamenten lag, dass er so, ja, nicht er selbst war. Ich werde ihm nochmal eine Chance geben, aber wir sollten wirklich uns die Zeit lassen und auch erst nochmal ein bisschen Ruhe einkehren lassen, bis wir dann wieder als Familie dann auch zusammenwachsen können. Wir machen das, okay, erstmal kurz ein bisschen Ruhe reinkehren lassen und dann hoffe ich, dass wir das wieder hinkriegen zusammen. Okay? Aber auch dran halten, damit wir dann einen Tag vorher da stehen. Okay. Aber ich würde den Vorschlag machen, wir nehmen ihn mit zur Wache, erledigen die Angelegenheit und bringen ihn dann zum Krankenhaus. Alles klar. Dann vielleicht kann er ja eine Nacht stationär da bleiben. Tatsächlich hatte die Überdosierung der Schilddrüsenhormone zu den ständigen Aggressionen des 36-Jährigen geführt. Die Unfallverletzungen der besten Freundin konnten ohne weitere Komplikationen behandelt werden. Das Paar hat sich langsam wieder angenähert und beschlossen, seiner Ehe noch einmal eine Chance zu geben.